Haben Sie sich selbst unter Kontrolle? Die Selbstkontrolle ist die Qualität des Verstandes, die Sie davon abhält, jeden Wunsch, der Ihnen gerade mal so einfällt, nachzugeben. Diese Kontrolle hilft Ihnen, Nützliches vom Unnützen zu unterscheiden. Ein Geschäftsmann oder eine Frau muss in der Lage sein, sich selbst davon abzuhalten, bis spät in die Nacht aufzubleiben, wenn er oder sie am nächsten Morgen vollen Einsatz bringen soll. Kontrolle ist keine einmalige Angelegenheit, sondern ständig erforderlich. Vor einer Trainingseinheit müssen Sie beispielsweise auf Ihre Ernährung, Ihre Getränkezufuhr achten. Sobald Sie sich ablenken lassen, lässt auch der Trainingseffekt nach. Wenn Sie eine Ablenkung wahrnehmen, dann begrüßen Sie sie. Betrachten Sie die Ablenkung und geben Sie ihr einen Platz. Das heißt, diese Ablenkung wird zum Beispiel in einer Stunde noch einmal Raum in Ihrer Aufmerksamkeit bekommen. Eine kurze Gedächtnisnotiz und Sie werden es bestimmt nicht vergessen. Dann können Sie sich entspannt von der Ablenkung verabschieden, um sich aufs Wesentliche des jetzigen Moments zu konzentrieren. Nach dem Training ist es wichtig, dass Sie es bewusst für sich abschließen und für sich verinnerlichen, wie gut es Ihnen geht. Dies ist wichtig, damit Sie beim nächsten Mal mit noch mehr Freude in Ihre Trainingseinheit herangehen. Das richtige Maß ist die Intensität der Energie, die Sie für Ihre Aktivität aufbringen. Je mehr Sie an Energie aufwenden, desto mehr bekommen Sie zurück. Sie können haushalten mit Ihrer Energie und diese so nur stückchenweise portioniert auf Ihre Aktivitäten aufwenden. So, als hätten Sie nur eine begrenzte Menge zur Verfügung. Je mehr Energie Sie für eine Sache aufbringen, um diese bewusst und intensiv durchzuführen, desto mehr Energie werden Sie auch wieder zurückbekommen. Wenn Sie eine Aktivität durchführen, egal ob es sich um den Haushalt, eine Auszeit oder Ihr Fitnessprogramm handelt, geben Sie sich mit ganzem Herzen hin. Sparen Sie nicht mit Ihrer Energie. Seien Sie ganz bei der Aktivität. Nehmen Sie nun wahr, ob Sie sich nach Ihrer Aktivität ausgelaugt oder vitalisiert fühlen.